Herzlich willkommen von meiner Seite als euren Busfahrer. Ja, ich wollte euch kurz präsentieren, dass ich mir jetzt auch so ein Mikrofon gekauft habe, das so ähnlich wie das ist, was ich bei Jan benutzen durfte. Das habe ich mir gekauft, weil ich einfach ein paar Ideen habe, was ich mit so einem Mikrofon anstellen könnte. Ich brauche noch ein paar einzelne Komponenten, damit alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen wird in der nächsten Zeit jetzt noch nicht so viel mit dem Mikrofon kommen. Aber sobald ich dann alles hier am Start habe, habe ich schon ein paar Sachen geplant, die ich mit diesem Mikrofon machen kann. Falls ihr da noch Tipps habt, Vorschläge, seriöse Vorschläge, die ich mit diesem tollen Mikrofon machen kann, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten habe ich die Folge gerade schon aufgenommen. Das Vorwort hier nehme ich quasi jetzt gerade nach der Aufnahme des eigentlichen Videos auf. Einfach um euch zu sagen, dass ich gerade 1,5 Stunden aufgenommen habe und das unmöglich so lassen kann. Und deshalb werde ich in dieses Video Zeitraffern einbauen. Das heißt, dass ich unwichtige Passagen, wo ich nur irgendwelchen Trash-Talk rede oder wo ich gar nicht rede, dass ich da Zeitraffer einbaue, wenn witzige Szenen passieren, die wieder im normalen Tempo mit Facecam, mit Stimme, mit allem drum und dran, und wenn dann wieder ja unwichtiger Stuff passiert, dann wieder eine Zeitraffer, dass das Video einfach ein bisschen kürzer gehalten wird. Das wollte ich euch nur kurz sagen, jetzt beginnt die richtige Anmoderation. Viel Spaß mit mir als tollen Busfahrer. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Ja, ihr habt richtig gehört, Fernbus-Simulator endlich mal wieder. Das war echt lang her, seitdem wir das mal gespielt haben. Jetzt kommen ein paar mehr Videos auf meinem Kanal. Wer dazu mehr wissen möchte, warum keine Videos kamen, bla bla bla, das habe ich in der Folge der Spielerstürmer-Karriere mit Lewandowski bei PES 19 erzählt, rechts unter mir verlinkt. Ihr müsst euch das Video nicht angucken, wenn ihr an Fußball nicht interessiert seid. Allerdings könnt ihr mal reinschnuppern, um eben ein bisschen was zu erfahren, warum es bei mir nicht weiterging. Ja, ich habe heute eine E-Mail bekommen von TML Studios, mit denen ich ja schon mal eine kleine Kooperation hatte bezüglich des Tourist Bus Simulators. Sie haben mir ein neues DLC zur Verfügung gestellt, das am 25. April rauskommt. 25. April 2019 kommt das DLC raus. Das ist nämlich ein neuer Bus, und zwar der VDL Futura oder so, FHD2. Ich zeige euch den Bus gleich mal, dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, was ich meine. Mega Dankeschön auf jeden Fall nochmal an TML Studios, mit denen ich gerne weiterhin kooperiere. Da kommt auf euch noch was Besonderes zu. Lasst euch dahingegen überraschen. Ich habe mir mein Lenkrad wieder geschnappt und dachte, hey, ich nehme direkt zu diesem DLC eine kleine Folge auf. Falls ihr noch mehr Folgen von diesem Projekt sehen wollt, denn sie haben mir noch ein DLC, und zwar Rennsteig. Heißt das, Rennsteig Right Away zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, das sind solche Sachen wie hier, wo ich auch noch nie war. Das ist irgendein Ort dadurch, keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Also es gibt, oder hier oben, ich weiß es, ich weiß nicht mal hundertprozentig, was dieses Rennsteig ist. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Ecken, wo ich noch nicht war, weil sie das Spiel immer wieder geupdatet haben, wie Wilhelmshaven oder so. Oh, da war ich tatsächlich schon. Ups. Ja, aber es gibt auch hier Mönchengladbach, Düsseldorf oder so. Also ein paar Sachen sind neu. Gelsenkirchen zum Beispiel. Ich glaube, der Bus ist tatsächlich viel, viel cooler. Den werdet ihr jetzt gleich sehen. Das DLC zum Bus, wo 6 Varianten dieses Busses enthalten sind, kostet um die 15 Euro und wie gesagt, kommt am 25. April raus. Also wer sich das holen möchte, kann das gerne tun. Jetzt klinge ich mein Telefon. So Leute, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Habe natürlich den Faden verloren. Allerdings werden wir jetzt einmal eine Strecke angehen und direkt reinstarten mit diesem krassen neuen Bus. Und zwar mit der Routennummer 22. Und einige von euch wissen das schon, die halt länger auf meinem Kanal aktiv sind, dass ich in der Nähe von Nürnberg wohne.
Ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir von Nürnberg starten. Ich würde echt gerne mal in dieses Gebiet hier fahren und mal gucken, was hier ist. Ob da irgendwelche, guckt, ja, Oberhof, das sind Hotels. Das wollte ich gerade sagen, ob da irgendwelche Hotels sind oder so. Oberhof und Treffhotel Panorama, das ist sehr interessant. Da werden wir auf jeden Fall mal hinfahren. Ja, und danach würde ich auch mal sagen, fahren wir noch weiter nach Erfurt zu TML Studios selber, die dieses Spiel entwickelt haben und wie gesagt auch das DLC, ja, mir zur Verfügung gestellt haben. 10 Minuten Check-In-Dauer, da wir natürlich ewig brauchen, da ich ein langsamer Tab bin. Wir starten die Route. Gott, was habe ich denn hier alles für Routen, Alter? Schon ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und da haben wir den Bus, den VDL Futura FHD 2 und da der 148er, dann gibt es noch den 139er, dann gibt es den 135er, den 129er, den 122er und den 106er. Finde ich extrem cool, denn wenn ihr euch dieses DLC kauft, könnt ihr das Ganze natürlich auch im Tourist Bus Simulator anwenden. Wollte ich heute einfach mal nicht machen, weil ich eben ja noch dieses Rennsteig-DLC da dazu bekommen habe. Aber zum Beispiel diesen kleinen Bus hier, den VDL Futura oder Futura, keine Ahnung, VHD 206, der ist halt so ein kleiner Shuttle-Bus einfach. Und der ist halt für den Tourist Bus Simulator auf der Insel Fuerteventura einfach super mega realistisch, denn dieses Ding fährt tatsächlich in echt da, glaube ich, auch rum. Ob er jetzt genau die Bezeichnung hat, weiß ich nicht, aber kann sogar sein. Ich war ja einmal auf Fuerteventura und da sind ganz, ganz viele solche kleine Busse oder auch solche. Viel größer sind die da nicht, aber wir haben das Ganze von TML Studios bekommen, deswegen gönnen wir uns hier die First Class, den ultra langen Bus. Guckt euch den einfach mal an, der ist echt, also der ist echt lang. Ich würde mal sagen, das ist so ein normaler Bus und dann kommt einfach der. Also das ist schon echt krass lang. Mal gucken, wie wir da um die Kurven rumkommen. Der ist für Fuerteventura nicht so geeignet. Apropos Fuerteventura, ich werde die nächste Woche wahrscheinlich dann noch ein Video bringen zu diesem DLC, wo wir eben in Fuerteventura dann mit dem kleineren Bus oder mit dem Shuttle hier sogar rumfahren. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, das sind die Busse, die ihr alle mit enthalten bekommt. Gott, es regnet. Man hört es direkt. Es regnet. Das ist unser langer Bus. Echt. Also das ist schon krass lang. Okay, wir gehen direkt mal rein. Wir wollen hier raus aus dem Regen. Der hat natürlich dementsprechend auch hier ganz viele Gepäckluken. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich so ein Bus, der einfach für sowas gedacht ist. Leute zum Hotel fahren und ja, keine Ahnung, Urlaub oder was auch immer. Also ich glaube, der ist eher weniger dafür gedacht, dass wir einfach durch die Gegend cruisen. So sieht das ganze Stück von innen aus. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Also ich habe mir den Bus mal angeguckt, bevor ich hier gestartet habe. Aber ich habe noch nie den Innenraum und alles Mögliche hier gesehen. Deswegen bin ich hier gerade auch mal durchgegangen. Sieht aber relativ normal aus. Also hier ist nichts Besonderes. Halt wie gesagt, relativ lang. Aber an sich ganz normal. Ich muss den Kameraakku kurz wechseln und den Sound ein bisschen leiser stellen. Der Regen ist extrem laut. Und dann fahren wir los. So, ratzfatz den Kameraakku gewechselt. Ich hoffe, dass ich alle Tasten noch kenne. Der Motor geht schon mal nicht an, das ist super. Warum habe ich eigentlich diesen langen Bus genommen, mit dem ich um jede Kurve mit 2 km/h gefühlt rumkomme? Für die Herausforderung, ne? Ich glaube, Nürnberg haben sie einfach erweitert. Ob das jetzt ganz eine neue Map ist, glaube ich nicht, aber einfach erweitert. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin da. Meine Abfahrt ist in 9 Minuten. Alles klar. Gepäckluken aufmachen und so habe ich mir auch nicht auf eine Taste gelegt, also muss ich das von draußen machen. Passiert. Feststellbremse legen und rausgehen. Guten Tag, es regnet, tut mir leid. Kann ja auch nichts für. Huch. Machen wir alle auf. Ja, auf der anderen Seite machen wir es nicht, ist egal. Hi. Hallo, fahren Sie in meine Richtung. Oberhof, ja, da fahren wir, glaube ich, hin. Tag. Sie wollen bestimmt. Da fahren wir auch hin und nach Erfurt, genau. Die drei Mahlzeit. Stationen. Augsburg. Ach, ist falsch. Nö.
Guten Tag, das Ticket. Bitte. Cool. Ja, ist richtig cool, ja. Hallo? Einwandfrei, da kann ich nochmal die Leselampen freischalten. Welche sind denn die Leselampen? Ist das die Leselampe? Nee, ne? Das sind doch die Leselampen, oder? Die sind nur an. Ups. Bevor sie mich nicht mehr lassen. Ja, weiß ich doch nicht! Oh. Mann, jetzt hat er mich angeschrien. Wegen ihnen bin ich dem reingefahren. Heiß hier drin. Jetzt ist denen heiß. Alter, mir kommt gleich alles hoch. Ach, komm. Oh, RIP. Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Ja, ziemlich ungewohnt. Das ist ja richtig RIP. Also ich habe das Schild gesehen, dass hier so eine Kackspur kommt. Also so eine scharfe Links-Rechts-Kombination. Habe ich schon gesehen. Ja, genau, fahr einfach vor mich. So. Aber, dass die so krass kommt, hätte ich nicht erwartet.
Okay, sorry. Aber warte mal, bei Gelegenheit können wir direkt mal runtergehen. Hä? Die Leselampen müssen an sein. Das ist dieser Scheißknopf. Dann funktionieren die echt nicht. Leck mich jetzt, Alter. Alles klar, Leute. Jetzt geht's weiter. Nicht so breit. Ich habe hier einen Stau verursacht. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Kurve so krass ist. Funktionieren ihre Leselampen nicht? Nein, offensichtlich nicht! Funktionieren ihre Leselampen nicht? Alter, da haben wir nicht Spaß. Deinen Führerschein gemacht. Ich mache ihn gerade noch. Sag mal, willst du vielleicht hier hochfahren? Wenn da nicht jede 2 Sekunden einer entgegenkommen würde, wäre das auch ganz praktisch. Ey. Guck mal, das hört nicht mehr auf. Die kommen da hinten aus allen Ritzen gekrochen, Alter. Ja, komm, ich fahr dir den Spiegel ab und alles. Geh mir auf den Sack, ey! Mann! Eigentlich. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich fahre nicht auf der rechten Spur. Ich fahre auf beiden. Weil sonst kommt gleich wieder jede Sekunde einer auf der linken Spur und ich kann gar nicht mehr lenken. Jetzt können wir die 2 Spuren ausnutzen. Wenn wir denn überhaupt mal fahren würden. Ey, was ist das? Gleich kommt wieder eine mit den Leselampen, Alter. Eigentlich kann ich die während der Fahrt nochmal überprüfen. Nochmal an und aus, nochmal hier. Guck mal, sind die nicht an, oder? Ihre Leselampen nicht? Sind die nicht an? Ding ist, durch diese Scheiße haben wir sogar Verspätung. In diesem Spiel, also im Fernbus-Simulator, fand ich die Zeiten immer so, dass man die eigentlich, man konnte nicht Verspätung haben, wenn man gefahren ist, wirklich normal gefahren ist. Aber hier schon. Also entweder sie haben die Zeiten auch ein bisschen angepasst, dass man ein bisschen weniger Zeit hatte. Ich fand immer, man hat echt recht viel Zeit gehabt. Oder es zögert sich nur wegen dieser Kacke hier raus. Das hört halt auch nicht auf, ne? Der Berg geht ja weiter bis zum Hotel hin, safe. Funktionieren ihre Leselampen nicht? Alter, ihr seid doch solche Arschgeigen, oder? Geht wieder voran. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte irgendwas falsch den Gang eingelegt oder keine Ahnung. Wir fahren wieder einen Ticken schneller. So, wir halten nicht am Hotel direkt, wir halten im Oberhof. Da stehen 3 Leute. Mal gucken, beim anderen halten wir, glaube ich, am Hotel direkt, würde ich mal von ausgehen. Bin gespannt, ob das dann auch wirklich so ein Hotel an sich ist. Vor allem im Tourist Simulator bin ich gespannt, ob sie da schon was geändert haben bezüglich der Hotels. Und auch mal schauen, ob in dem Tourist Bus, also Fuerteventura,
ob sie da vielleicht auch Hotels dann eben mit ins Spiel gebracht haben, die man wirklich so anfahren kann, weil man kennt es ja vom Urlaub, zumindest die meisten von euch müssen es kennen. Ey, du willst mich verarschen. Du willst mich echt verarschen? Ich fahr jetzt nochmal in den Rhein, ist mir sowas von egal. Wie kann man so dumm sein? Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? In der Gegend von Nemberg. Okay, Leute, ich bin dumm. Ich habe mich verfahren. So, jetzt geht's weiter. Kurz verfahren. Ist das, Sie mal das WC freischalten? Wenn man am Handy spielt. Habe ich das WC jetzt ausgemacht? Weil ich nach dieser scheiß Leselampe gesucht habe, oder was? Ist doch so ein Prank. Okay, es ist aber tatsächlich so. Also es ist tatsächlich das, was ich meinte. Man fährt dann hier rein, mit diesem Riesenbus ist das jetzt auch interessant. Ja, klappt aber. Warum hier Autos reinfahren? Good question. But, ja, das ist das Hotel. Das ist echt geil gemacht. Das ist super gemacht. Das gefällt mir. Und dann holt man quasi diese Leute hier ab. Und lässt die anderen hier raus. Was ich nicht so cool finde, dass hier halt LKWs und Autos reinfahren. Werde ich aber auch weitergeben, mein ganzes Feedback. Falls ihr irgendein Feedback habt zu diesem DLC, ja, was ich weitergeben soll, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Wo soll ich mein Gepäck verstauen? Naja, wir fahren weiter nach Erfurt und beenden dort diese Reise. Alles recht kompliziert, vor allem wie gesagt, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe. Und ja, mit diesem neuen Bus kenne ich mich auch nicht perfekt aus. Aber das kriegen wir schon hin. Es ist schon wieder einem kalt. Das können wir kurz regeln. Habe ich nichts dagegen. Können Sie mal die Leselampen freischalten? Das kann ich nicht machen. Die haben vorher nicht gemeckert. Also irgendwas muss ich auch da ausgestellt haben. So Leute, ich habe gerade die Kamera nochmal synchronisiert, da sie schon zum dritten Mal aufnimmt. Meine Aufnahmezeit zeigt 1 Stunde 22. Angekommen in Erfurt,
sehen wir direkt einen Supermarkt. Wow, wir fahren über Rot, kenne ich jetzt gar nichts, auch wenn die Bullen da stehen. Lampen freischalten. Nee, mach ich nicht, wir sind eh gleich da. Guckst du hier, da ist Haltestelle, da mache ich dich jetzt raus. Und dann scheiße ich auf deine Laserlampe. Wir ja, wir sind schon da, das ist krass, ja. Also eigentlich sind wir gar nicht so viel früher, aber ist ja egal. Warnblinklicht und dann die Feststellbremse. Zack, zack. Sachen aufmachen, wir gehen raus. Wie gesagt, schaut beim Tourist Bus Simulator vorbei. Könnt euch gerne am 25. April dieses DLC kaufen und dann eben auch beim Tourist Bus Simulator, wo es wahrscheinlich noch geiler sein wird, mit dem Shuttle dann rumfahren. An sich bin ich trotzdem zufrieden mit der heutigen Folge gewesen. Ich bin bis auf ein paar crazy Sachen ja eigentlich ganz gut gefahren und naja, passt schon. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.